herzlich willkommen zu diesem letzten und besonderen Talk, nämlich in der Reihe Interaktive Tools. Und heute geht es ja darum, was sind die Geheimnisse erfolgreicher Videokonferenzen? Und vielleicht drängt sich bei dir auch die Frage auf, ja, warum brauchen wir überhaupt Geheimnisse für erfolgreiche Videokonferenzen? Das macht man doch einfach so. Und da würde ich gerne ein bisschen ausholen, denn im letzten Jahr ist ja unser bestehendes Leben völlig auf den Kopf gestellt worden. Und wenn eine Sache passiert, ist dann noch diese, dass wir alle, egal ob im privaten oder im beruflichen Kontext, viel mehr Videokonferenzen durchführen müssen, als wir das vorher gewohnt waren oder überhaupt schon gemacht haben. Also ganz ehrlich, wenn du Lehrkraft bist, ja, hast du im Vorhinein schon mal mit seinen Schülerinnen und Schülern eine Videokonferenz gemacht? Also ich persönlich nicht und für mich war es neu und es ist ja auch dann auf die ganzen Systeme erstmal aufgesprungen worden, dass überhaupt Videokonferenzen gemacht werden konnten. Und dann hast du vielleicht auch als Lehrkraft oder einfach aus privatem Interesse mal Videokonferenzen beigewohnt. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, was der Anlass ist, dass wir heute genau diesen Web-Talk haben, nämlich die 10 Geheimnisse erfolgreicher Videokonferenzen. Denn bei vielen Videokonferenzen ist mir persönlich aufgefallen, dass erstens der Dozent 2-3 Stunden lang nur erzählt. Und das wäre ja noch gut. Aber es gibt auch Videokonferenzen, da wird einfach eine PowerPoint-Präsentation eingeblendet und dann abgelesen. Es findet keine Interaktion statt. Es findet überhaupt kein Miteinander statt. Und die Folge ist, nach 2, 3, 4 Stunden Videokonferenz habe ich mich ganz oft gefragt, was ist eigentlich gerade passiert? Was habe ich gerade gemacht? Und was habe ich auch Neues für mich mitgenommen? Und dann habe ich überlegt, wie können wir es anders machen? Was machen andere? Und natürlich sind mir dabei auch andere Videokonferenzen aufgefallen, wo es richtig Spaß gemacht hat, wo die Zeit rumgegangen ist, wo irgendwie Interaktion stattgefunden hat, vor allem, wo es Spaß gemacht hat. Weil, das kennst du vielleicht auch bestätigen, Videokonferenzen, sagen wir mal 2 Stunden Videokonferenz, ist mindestens genauso anstrengend wie 4 Stunden irgendwo live miteinander zu arbeiten, zu interagieren. Das ist einfach was anderes, die ganze Zeit in diesen Bildschirm reinzuschauen. Es ist was anderes, sich zu konzentrieren und zu fokussieren. Und das war für mich der Anlass, mal 10 Geheimnisse aufzuschreiben, die für mich den Erfolg guter und schöner und interaktiver Videokonferenzen ausmachen. Und da würde ich dich einfach einladen, dass wir uns das jetzt gemeinsam mal anschauen. Was sind denn diese Geheimnisse? Und vielleicht kannst du sie auch bei dir in deiner Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, mit Studierenden, aber natürlich auch mit Erwachsenen einsetzen. Denn das, was jetzt kommt, das ist nicht beschränkt auf eine Gruppe. Das kann man überall anwenden, in jedem Kontext, auch im privaten Kontext. Und es ist auch nicht systemabhängig. Also es gibt da draußen ja mittlerweile ganz viele Videokonferenzsysteme. Big Blue Button, Jitsi, Zoom, Microsoft Teams. Also alles gibt es. Und es soll jetzt auch gar keine Betrachtung darüber geben, ob das jetzt immer datenschutzkonform ist oder nicht oder ob das jetzt gut ist oder nicht. Die Bewertung will ich gar nicht machen. Das wäre Thema für einen weiteren Web-Talk. Aber du kannst eben das, was wir uns heute anschauen, in allen Konferenzsystemen einsetzen, vielleicht ab und zu ein bisschen abgewandelt. Also lass uns mal eintauchen und ich gebe meinen Bildschirm frei, sodass wir uns das auch hier in der Präsentation gemeinsam anschauen können. Aber ich werde sie nicht vorlesen, versprochen. Und lass uns gerne direkt starten mit Geheimnis Nummer 1. Und das erste Geheimnis ist, klingt total banal, aber total wichtig, schalte das WLAN aus. Und nicht nur, also bitte nicht das WLAN ausschalten bei dem Gerät, mit dem du die Videokonferenz machen möchtest, aber schalte es aus bei allen anderen Geräten, die du gerade in deinem Haushalt hast und nicht brauchst. Denn immer dann, wenn du ein Tablet hast, wenn du ein Smartphone hast, wenn du vielleicht noch eine smarte Beleuchtung hast, was auch immer, all das zieht immer auch das Datenvolumen aus deiner Internetleitung und hat damit Einfluss auf die WLAN-Stabilität. Und insbesondere dann, wenn du nicht alleine bist zu Hause, um die Videokonferenz zu machen oder in der Schule, sondern auch noch andere Teilnehmer. Vielleicht ist dein Partner auch in der Videokonferenz. Deine Kinder sind in der Videokonferenz. Das zieht unglaublich viel Datenvolumen.
Es ist bemerkbar, wenn jemand nebenan im gleichen Anschluss gerade eine Serie streamt und deine Leitung vielleicht nicht so stabil ist. Von daher mach einfach alles aus. Mach den Flugmodus rein, kannst du ja nachher wieder anmachen. Es sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass es insgesamt stabiler läuft. Und das teil das auch gerne deinen Schülerinnen und Schülern mit. Sag auch denen, dass sie zu Hause, wenn die irgendwie die Möglichkeit haben, das WLAN auszuschalten. Zweiter Punkt. Sorge für eine angenehme Umgebung. Und mit angenehmer Umgebung meine ich gleich ein paar mehr Punkte. Angenehme Umgebung kann zum Beispiel bedeuten, dass du dir erstmal einen Raum suchst, wo du in Ruhe und ungestört arbeiten kannst. Wo nicht ständig jemand reinkommt und ruft, hey, möchtest du heute Abend auch mitessen? Oder was gibt's heute Abend zu essen? Das mag witzig sein, lenkt aber ab. Das lenkt auch ab, wenn ständig die Katze durchs Bild läuft. Oder wenn die Kinder durchs Bild laufen. Das lässt sich nicht immer vermeiden, völlig klar. Aber wenn es dir irgendwie möglich ist, dann such dir eine angenehme Umgebung. Und nicht nur einen ruhigen Raum, sondern auch mit einem angenehmen Hintergrund. Denn man sieht dich ja die ganze Zeit. Also es ist elementar wichtig, auch wenn du eine Videokonferenz durchführst, dass man dich sieht. Das macht es nämlich deutlich persönlicher. Aber dann hat man auch einen schönen Hintergrund. Dann hat man einen Hintergrund, den man auch zeigen kann. Und ich finde, es ist ja auch total authentisch, gerade in der jetzigen Zeit, einfach mal seinen Hintergrund zu zeigen. Was ist denn schlimm, wenn andere, auch deine Schülerinnen und Schüler, sehen, wie es bei dir zu Hause aussieht? Mach dich authentisch, mach dich nahbar. Und ganz ehrlich, ich glaube, nie wieder werden wir so einen Einblick bekommen in andere Leute Arbeitszimmer, in andere Leute Wohnzimmer oder wo auch immer gerade du dich dann auffällst mit deiner Videokonferenz. Und auch das wieder als Tipp mitzugeben an die Schülerinnen und Schüler, wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, zumindest für diesen Zeitraum der Videokonferenz, sich kurz zurückzuziehen und es ruhig zu haben. Klar, manchmal gibt es kein WLAN zu Hause, da muss ich irgendwo anders hin oder ich muss vor die Tür gehen oder es gibt meine Geschwister, was auch immer. Aber es macht was aus. Und wenn du was richtig Cooles machen möchtest, dann pass mal auf. Ich zeige dir mal was. Ich habe nämlich vor mir eine Lampe stehen. Das nennt man eine Ringlamp, weil die rund ist und mich von vorne ausleuchtet. Das sorgt dafür, dass man mich insgesamt viel besser sehen kann. Es ist doch viel schöner, mich hell zu sehen, als so dunkel. Die sind gar nicht mal so teuer, die Lampen, peppen aber dich und deine Umgebung wahnsinnig doll auf. Von daher überleg mal, ob es dir wert ist, einfach da mal eine kleine Investition zu tätigen. Kostet 20, 30, 40, 50 Euro. Macht aber einen riesen Unterschied für die ganze Zeit zuschauen und mit dir interagieren. Eine Ringlamp. Punkt Nummer 3. Geheimnis Nummer 3. Plane deine Videokonferenz. Plane sie vor allem genau, denn die Videokonferenzzeit ist knapp. Dann bricht die Verbindung ab, dann sind vielleicht nicht alle Schülerinnen und Schüler da, alle Studierenden können nicht zugreifen, wie auch immer. Von daher, eine Videokonferenz ist deutlich effizienter, wenn sie genau geplant ist, einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass es nicht zu vergleichen ist mit synchronen Unterrichtsinhalten oder Studieninhalten. Und planen bedeutet an der Stelle, überleg im Vorfeld, welche Aufgabe du besprechen möchtest. Überleg mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam, was steht nächste Woche an, was steht morgen an. Idee wäre an der Stelle, lass dir doch Fragen, die Schülerinnen und Schüler oder deine Studierenden oder wer auch immer haben, lass dir die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am Vorabend schicken. Dann kannst du dir das schon mal angucken, du stellst die Zielsetzung online und alle wissen, worum es in der Videokonferenz geht. Macht es einfach viel effizienter und ist nicht so anstrengend, als wenn dann alle durcheinander reden und irgendwie Palaver ist, Lirum Larum, aber nichts dabei rumkommt. Und das überschneidet sich auch direkt mit Geheimnis Nummer 4, nämlich diesem hier. Videokonferenzen, die dürfen ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Also ein Videokonferenzziel kann ja sein, einfach morgens um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, wann auch immer, einen gemeinsamen Auftakt in den Tag zu machen. Einfach, dass man das Gefühl hat, man sieht sich mal wieder. Alle Schülerinnen und Schüler und du, alle Studierenden und du, ihr seht euch mal wieder. Ich halte es für überhaupt nicht zielführend, die
die Dinge, die wir sonst machen würden, jetzt komplett in das Digitale zu übertragen und synchron zu machen. Macht keinen Sinn. Also im normalen Unterricht, im Unterrichtsgeschehen, gibt es Einzelarbeitsphasen, gibt es Gruppenarbeitsphasen, gibt es mal, wo ich mich mal zurückziehen kann. Also eine Videokonferenz würde ich immer benutzen, um eine Aufgabe zu besprechen, ein Thema zu problematisieren, eine Herausforderung in den Raum reinzuwerfen, zu überlegen, was steht an, ein Ergebnis auch von Schülerinnen und Schülern zu besprechen, Hausaufgaben abzugleichen. Und damit ist es ja auch nicht zeitlich gebunden. Es muss nicht immer alles morgens stattfinden. Ist ja auch eine Idee, einfach mal nachmittags eine Videokonferenz anzubieten. Lasst die Schüler doch morgens ihre Freizeit machen, ihre Aufgaben machen und nachmittags trefft ihr euch dann. Oder abends. Mach mal eine Gesprächsrunde abends mit den Schülerinnen und Schülern. Denn ich glaube, herausragende Zeiten, so wie wir sie gerade erleben, brauchen auch herausragende Lösungen und herausragende Ansätze. Und da muss nicht alles so sein, wie es im Normalfall abläuft. Dass Videokonferenzen mit Schülerinnen und Schülern, mit Studierenden, ist nicht normal, so wie wir es bislang kannten. Und da ein bisschen auch ja, auszuprobieren, mutig zu sein, neue Dinge zu machen, gemeinsam auch Dinge zu machen. Und das auch gemeinsam zu kommunizieren, dass klar ist, wir tasten uns da auch zusammen ran und es ist für uns alle ein bisschen unklar, was passiert, aber wir trauen uns. Und dann, wenn dann alle in der Videokonferenz angekommen sind, ist ganz, ganz wichtig, dass die ganze Zeit was passiert. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, für uns als Erwachsene kann es schon sehr, sehr anstrengend sein, mal eine Stunde lang gebannt, konzentriert in diesen Bildschirm reinzugucken, nicht ablenken zu lassen von dem, was sonst passiert. Der Postbote klingelt gerade wieder, das Telefon klingelt, was auch immer. Und von daher ist Interaktion in der Videokonferenz ganz, ganz wichtig. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Geheimnis Nummer 5, du siehst es hier. Lass immer wieder etwas im Chat schreiben. Und jetzt nicht irgendwie sinnbefreit, sondern ich gebe mal ein paar Beispiele. Lass doch, wenn die Schülerinnen und Schüler, deine Studierenden, wer auch immer, im Raum drin ist, ganz am Anfang der Videokonferenz, mal ein bisschen mit positiver Energie starten, indem du sagst, jetzt schreiben alle mal ihren Hashtag mit ihrem positiven Highlight des gestrigen Tages in den Chat. Das sorgt dafür erstens, dass Interaktion stattfindet. Zweitens, die Schüler und Schülerinnen haben was zu tun. Drittens, es erzeugt eine positive Perspektive auf die Videokonferenz. Ist gleich eine ganz andere Stimmung. Zwischendurch kannst du immer mal wieder in den Chat schreiben lassen. So etwas wie Fragen kannst du dort sammeln. Du kannst im Chat, mache ich zum Beispiel immer, auch mit Schulungen mit Erwachsenen, wenn wir ein Thema abschließen, sage ich immer, okay, wenn du sagst, das reicht mir, dann schreib doch mal eine 1 in den Chat. Wenn du sagst, nein, ich brauche noch 5 Minuten, dann schreib eine 5 in den Chat. Und schon siehst du ganz viele Einsen. Das hat gar nicht so viel Sinn im klassischen Wortlaut, aber sorgt wieder dafür, unsere Aufmerksamkeit ist da und es passiert was. Denn unser Gehirn möchte immer in den Standby-Modus gehen. Es möchte abchecken, worum geht's, und sich dann wieder zurückziehen und so in den Ruhemodus gehen. Und das wollen wir überlisten. Das wollen wir hinbekommen, indem halt ständig ich gefordert bin. Ich kann mich nicht hinlegen und ausruhen und mal gucken, was passiert, wenn ich immer wieder in einem Chat mich auch outen muss. Und da ein kleiner Tipp an der Stelle. Eigentlich sind alle Videokonferenzsysteme so aufgebaut, dass du immer die Möglichkeit hast, die Teilnehmernamen zu haben. Du hast die Möglichkeit daneben ein kleines Fenster mit dem Chat und dann das Fenster, so wie bei mir jetzt gerade, wo du den Bildschirm teilst. Bedeutet, hab auch den Chat die ganze Zeit im Blick. Mit ein bisschen Übung funktioniert das gut. Da brauche ich keine zweite oder dritte Person, das kann ich auch alleine managen, immer mal wieder in den Chat reinzugucken, wo sind wir gerade, wie läuft's. Und, Geheimnis Nummer 6, nutzt doch die Interaktionen innerhalb des Videokonferenztools. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also nehmen wir jetzt mal Zoom, was wir gerade selbst hier benutzen. In Zoom gibt es die Möglichkeit, mal unten die Hand zu heben, einen Smiley zu setzen. In BigBlueButton habe ich links die Möglichkeit, immer einen Status zu setzen, indem ich auf meinen Namen draufklicke und dann kann ich den Status setzen. Ich kann in EduDip auch entsprechend einen Status setzen lassen. Das geht in jedem Videokonferenzsystem. Warum ist das wertvoll? Weil du auch da A, wieder für Interaktion sorgst, es passiert was,
Und B, kannst du damit auch immer wieder ein Stimmungsbild einfangen? Also zum Beispiel die Frage, okay, gib mir mal einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Wie geht's euch gerade? Daumen hoch oder Daumen runter? Können wir weitermachen? Smiley hoch oder Smiley runter? Hast du das verstanden, was wir gerade eben gemeinsam besprochen haben? Und das Tolle ist, du als Moderator und Administrator der Videokonferenz hast die Macht. Das heißt, du kannst auch jederzeit diesen Status wieder zurücksetzen und dann ist es wieder auf leer und dann kannst du direkt nochmal neu was abfragen. Das passiert einfach nebenbei. Das merken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gar nicht. Aber auch das sorgt eben wieder dafür, dass du deine Gruppe immer wieder einfängst und einbindest. Und gibt ja auch die Möglichkeit, Umfragen und so weiter auch einzusetzen in den Konferenztools. Also noch und nöcher, aber gibt noch eine Sache, nämlich Punkt 7. Nutzt doch gerne auch externe Tools zur Interaktion. Bedeutet was genau? Nun, du kannst dir ja immer deinen Bildschirm teilen und dann einen entsprechenden Tab im Internet aufrufen, den du dann teilst und auf den dann alle zugreifen können. Es gibt ja mittlerweile wahnsinnig tolle Möglichkeiten, auch gemeinsam an zum Beispiel Tafelbildern zu arbeiten, gemeinsam Mindmaps zu erarbeiten. Wie funktioniert das? In der Regel ist das so, dass du in diesem externen Tool, da gibt es auch ganz viele kostenlose, einen Link bekommst, den packst du dann in den Chat rein und die Schülerinnen und Schüler rufen dann diesen Link auf. Damit öffnet sich ein zweiter Tab. Und jetzt ist mir völlig klar, immer diejenigen, die gerade ein Smartphone benutzen, um in der Videokonferenz zu sein, da ist das anstrengend, weil da muss ich zwischen den Tabs wechseln. Das muss ich bedenken. Aber ich glaube, auch das ist Medienkompetenz und auch das kann man mal mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern üben, wie das funktioniert, zwischen zwei Tabs zu wechseln. Denn in dem externen Tab muss ich mich jetzt beteiligen, kann beispielsweise bei einer Mindmap meine Ergebnisse beitragen, muss aber dann in den Videokonferenz-Tab zurückwechseln, um dann das zu sehen, was die Lehrkraft zeigt. Und da wäre meine Empfehlung als Lehrkraft aus der Perspektive, teile deinen Bildschirm mit den Ergebnissen. Das heißt, du zeigst den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Videokonferenz, was ist die gemeinsame Mindmap. Und dann kannst das kommentieren, kannst das benutzen. Und da gibt es so Tools wie Flinga, wie WooClap. Einfach mal, guck mal nach, Classlow, also ganz viele verschiedene. In der Regel für Lehrkräfte komplett kostenlos, die du super einsetzen kannst. Klar, muss man üben, aber ich glaube, die Zeit ist wertvoll, weil dadurch wird auch dann die Videokonferenz wieder ansprechender, wenn ich als Schüler, als Schülerin, als Student, als Studentin weiß, hey, ich fühle mich gehört, ich fühle mich gesehen, ich kann da mitmachen. Es ist kein Monolog der Person, die auf der anderen Seite sitzt, sondern wir erarbeiten uns was gemeinsam. Und das macht vielleicht so viel Spaß, dass du es dann nachher, wenn wir wieder in die Präsenz gehen, eben auch weiterhin benutzen möchtest. Nummer 8, Geheimnis Nummer 8. Setz doch mal ganz bewusst die Breakout-Räume ein. Jedes Videokonferenz-Tool bietet die Möglichkeit, Breakout-Räume einzusetzen. Das ist nichts anderes als ein digitaler Gruppenraum. Und im normalen Kontext schicken wir unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Studierenden ja auch mal in Gruppenarbeitsphasen. Ja, warum denn nicht in der Videokonferenz? Und die kann ich immer einrichten als Moderator. Das funktioniert unterschiedlich. Ich kann die Schülerinnen und Schüler entweder selbst auswählen lassen, in welchen Raum sie gehen, oder ich entscheide anhand der Namensliste derjenigen, die da gerade drin sind, wer in welchen Raum reingeht. Da gilt es zu beachten, erstens, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Schülerinnen und Schüler in einen Breakout-Raum wechseln, dass man dafür Zeit braucht. Denn Ton und Bild müssen sich neu aufbauen. Also bedenkt und berücksichtige das auf jeden Fall bei der Planung, dass du denen ein bisschen mehr Zeit gibst. Denn zum Beispiel bei Big Blue Button, das ist ja auch das Videokonferenzsystem in iSurf, musst du eine Zeit einstellen, die dann rückwärts läuft, bis zu der die Videokonferenz in den Breakout-Räumen stattfindet. Das heißt, wenn jetzt die normale Arbeitsphase 15 Minuten wäre, dann würde ich auf jeden Fall noch mal 3, 4 Minuten draufrechnen und draufpacken, die man braucht, um in den Raum zu wechseln, dort sich neu zu verbinden und so weiter. Das heißt, auch im digitalen Setting braucht man einfach Zeit. Und
die Zeit sich zu nehmen, kann sehr wertvoll sein. Denn was kann in so einem Breakout-Raum passieren? Warum ist das hilfreich? Ja, also aus der Erfahrung weiß ich, dass es für viele nicht ganz so leicht ist, ihre Kamera mal einzuschalten und sich auch zu zeigen. Vielleicht geht es auch technisch gar nicht. Wenn ich aber im Breakout-Raum bin, dann bin ich in einem geschützten Raum. Und da bietet es sich an, so maximal 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einen Raum reinzuschicken, die dann untereinander arbeiten zu lassen. Und die dann auch zu ermutigen und zu sagen, hey, macht doch mal eure Kameras an. Weil wie schön ist das, wenn man sich gerade mal sehen kann, ohne Maske. Ich bin zwar nicht real beieinander, aber ich kann mich zumindest sehen, ich kann mich mal austauschen. Deswegen auch der dringende Appell, der dringende Wunsch, nutzt doch Breakout-Räume auch gar nicht so sehr mit einer voluminösen Aufgabenstellung, sondern einfach als Möglichkeit, dass deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich mal wieder sehen und austauschen können. Einfach miteinander quatschen. Und natürlich können die auch was vorbereiten. Die können gemeinsam an einer Aufgabenstellung arbeiten. Die können dann auch gemeinsam Tools, wie wir sie auch in dieser Reihe schon kennengelernt haben, benutzen in dem Breakout-Room. CryptPad haben wir kennengelernt. Also als Idee, in der Vierergruppe dann in gemeinsamen Dokumenten zu arbeiten. Oder Zoompad zu nutzen. Also so ein EduPad zu benutzen, Etherpad zu benutzen, um ja, gemeinsam auf Ergebnisse zu kommen. Und dann, wenn die Schülerinnen und Schüler, wenn die Studierenden wieder zurück in den Hauptraum kommen, ja, dann lass doch die Ergebnisse zeigen. Ich muss doch jetzt nicht immer alles irgendwie mir analog aufbereiten und dann scannen lassen. Denn was du immer machen kannst als Administrator ist, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Recht geben, ihren Bildschirm zu geben. Du machst sie damit zu Präsentatoren. Und wenn du das machst, das kann man auch jederzeit wieder wegnehmen, das Recht, dann können die auf ihrem Bildschirm einfach mal zeigen, was haben wir gerade erarbeitet. Auch das ist wieder zeiteffizient, es ist effektiv und es bindet alle in der Videokonferenz ein. Es sorgt einfach für mehr Nachhaltigkeit und dieses Gefühl von gesehen und gehört werden. Und damit sind wir schon bei Geheimnis Nummer 9. Eins meiner Lieblingsgeheimnisse tatsächlich, Game Changer. Bau doch mal Musik ein. Und das meine ich genauso, wie es da steht. Und ich rede nicht von irgendwie von Jazzmusik, sondern mal was Schüleradäquates oder Studierendenadäquates, was Peppiges, was Poppiges. Wie geht das? Und warum? Ja, also ganz ehrlich, in all meinen Erwachsenenveranstaltungen, in all meinen Lehrkräftefortbildungen, die ich so mache, da benutze ich Musik immer. Denn Musik ist immer ein emotionaler Trigger. Es holt uns emotional ab. Es sorgt für eine Aktivierung in bestimmten Gehirnarealen. Es sorgt dafür, dass wenn ich in so einer Veranstaltung sitze mit Lehrkräften, egal ob Präsenz oder online, es ist immer schön zu beobachten, wie dann manche schon so ein bisschen wippen, wie so ein bisschen sich, ja, so ein bisschen eingrooven und vor allem lächeln. Das sorgt für gute Stimmung. Ja, wir können gerade nicht auf ein Konzert gehen, wir können nicht auf ein Festival gehen. Wir können auch gerade keine Partys feiern. Aber wir können doch zumindest dieses Gefühl, was Musik transportiert, auch in die Videokonferenz reinbringen. Und da der Tipp, mach einfach Musik an, bevor und während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Videokonferenz reinkommen. Einfach so als Einstimmung. Das geht technisch ganz leicht, wenn du einen Laptop hast, einfach nicht so wie ich jetzt gerade mit Kopfhörern verbunden, weil dann hört man nichts, sondern so lange dann die Kopfhörer rausmachen, du spielst die Musik einfach auf dem Laptop ab und das Mikrofon aus deinem Laptop sorgt dann dafür, dass das Ganze wieder in die Videokonferenz reinkommt. That's it, ganz easy. Und am PC, wenn du mit dem Mikrofon arbeitest, geht das genauso. Mach Musik an und spiel die ein. Ganz einfach. Oder wenn eine Gruppenarbeitsphase zu Ende sein soll, also wenn du die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden wieder zurückholst, mach mal ein Lied an. Wenn die Konferenz zu Ende ist, bau mal ein Lied ein. Das macht richtig Spaß und sorgt halt dafür, dass man mit einem guten Gefühl rausgeht. Und wenn du was richtig, richtig Cooles machen möchtest, wenn du so ein i-Tüpfelchen noch machen möchtest, dann mal der Tipp für alle Mutigen. Alle meine Veranstaltungen sind keine klassischen Fortbildungen. Das sind eher Events. Du siehst es vielleicht schon hier. Ich versuche immer Freude und Optimismus und auch eine positive Perspektive reinzubringen. Und mit deinen Schülerinnen und Schülern, mit Studierenden geht das auch. Mache ich genauso. Und zwar folgendes. Wenn ihr euch dann so ihr habt euch eingefunden, die Videokonferenz geht los. Und bevor es inhaltlich losgeht, bittest du alle mal, die Kameras einzuschalten, aufzustehen
Und da machst du ein Lied an, was richtig abgeht. Zum Beispiel, also irgendwas, was Partiges, was richtig Spaß macht, wo man sich bewegen muss. Und dann ist die Aufgabenstellung so, und jetzt möchte ich, dass ihr euch alle mal richtig bewegt. Ich möchte, dass ihr euch ein bisschen hüpft, ein bisschen rumspringt. Das sieht total affig aus, aber wenn es alle machen, ist es wieder witzig. Und dann sagst du mal, jetzt gucken wir alle mal, was macht eigentlich Malte, was macht Beate, was macht der und der. Und jetzt machen wir das alle mal die Bewegung, die er macht. So, und du baust wieder Interaktion ein, du baust gute Stimmung ein. Und beim ersten Mal ist das ungewohnt, aber beim zweiten Mal macht es richtig Spaß und du hast positive Energie in den Videokonferenzraum reingepumpt. Und Punkt Nummer 10, das ist das ultimative Geheimnis. Einfach mal machen. Bringt ja nichts, wenn wir immer nur darüber sprechen, dass Möglichkeiten da sind, um Videokonferenzen zu machen. Ja, mach doch einfach mal. Kann doch nichts kaputt gehen. Also ich höre manchmal so Sätze wie, ich mag Videokonferenzen nicht als Lehrkraft. Für mich ist das nichts. Ich bin digital nicht so affin. Ja, super. Genial. Das ist doch der perfekte Moment, sich jetzt mal auszuprobieren, gemeinsam. Was soll kaputt gehen? Das Internet wird nachher noch funktionieren. Deine Schülerinnen und Schüler, die werden dich nachher noch ein bisschen mehr lieben und dich ein bisschen mehr bewundern für den Mut, den du aufgebracht hast. Einfach mal machen und erleben, warum es richtig Spaß machen kann. Ist doch viel toller, als immer nur dieses Aufgaben hoch und runter geladen, als irgendwo anzurufen. Ich glaube, es ist viel wertvoller. Wir müssen momentan nicht vom Stoff her denken und ah, wir müssen das durchkriegen, sondern wir müssen erstmal beim Schüler ansetzen. Und der Schüler braucht gerade ein Gefühl von gesehen werden, von gehört werden, von gefühlt werden, von wahrgenommen werden. Und wie geht das einfacher und besser als über eine Videokonferenz? Die Möglichkeiten sind alle da. Du darfst sie einfach nutzen. Du darfst das nutzen. Du darfst alles andere aus dieser Reihe nutzen, auch gerne aus den anderen OER Camp Web Talks. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude bei der Umsetzung. Ich wünsche dir ganz viel Mut, auch mal Dinge auszuprobieren, auch mal dir das zu erlauben, Fehler zu machen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Und ganz ehrlich, meiner ersten Videokonferenz, in meinem ersten Podcast, ja, das war komisch. Aber hey, jetzt macht's Spaß und ich freue mich. Und natürlich freut man sich wieder auf Präsenz, aber es ist eine gute Brücke jetzt gerade. Von daher, Punkt 10, einfach mal machen. Und in dem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Woche und ganz viel positive Erlebnisse in deinen Videokonferenzen. Danke, dass du dabei warst.